So, liebe Freunde, der Momsi macht mit euch weiter im Let's Play von Dishonored und wir springen in die Grütze, wie versprochen. Weg geht's, ab in den Sog der Dunkelheit. Da fühlt sich Corvus sowieso wohl. Und mal gucken, wo es uns da rausschlunzt. Yes! Keine Ahnung, wo wir jetzt eigentlich sind. Na gut, es hat uns irgendwo rausgeschlunzt. Wir speichern ab. Und schauen mal, wo wir nun sind. Ach, wir sind wieder da, wo wir hergekommen sind. Kann das sein, Alter? Sieht schwer danach aus, ne? Da lag doch dieser Typ da. Ja, genau. Wir sind einmal im Kreis gefahren. Und jetzt können wir hier raus. So, der hat sich vorhin erschossen, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber wir haben schon Ammo voll. Zombies. Komm, da. Ich müsste eigentlich Bass sagen. Das war ein anderer Film. So, warum nicht? Wir können uns doch ein bisschen als Sniper betätigen. Wir haben ja genügend Pfeilchen, glaube ich. Oh, den hat es ein bisschen arg gezogen. Naja. Ever. Komm schon, Corvo. Wir müssen weiter. Richtung Ratten. Die Pest wartet auf uns. Oh. Ich hasse diese Viecher so dermaßen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So. Die müssen wohl aufgehen, wenn sie zu sind. Dann scheinen die bösen Kerle hier... Oder liegt ein Bone Charm oder irgendwas? Kann das sein? Nee. Nein. Ah, das ist was zu essen. Ha! Alle erwischt. All of them are dead now. Corvo ist ziemlich gewalttätig hier in unserem Let's Play. Ganz rücksichtslos. Schön auf die Bösen. Jetzt war ich ein bisschen doof. Ich habe leider Gottes das R erwischt. Das war eigentlich gar nicht so beabsichtigt. Aber naja gut, was soll's. Denn wir haben eigentlich genug zu essen. Irgendwo kriselt doch hier... Genau, da ist die Rune unter uns. Ich habe nämlich gerade gedacht, da kriselt es doch irgendwie. Sehr schön. So, noch ein Elixier mitgenommen. Die ist über uns. Mache ich mir erstmal gar keine Gedanken drüber. Wo kann ich denn hochspringen? Hier vielleicht. Komm, Akrobat. Muss ich mit dem Blink jetzt da hoch, oder was? Sieht so aus. Nun ja. Granaten haben wir voll. So, wir machen uns jetzt weiter. Den Bolt hier nehme ich noch schnell mit. Sonst habe ich, glaube ich, keinen mehr liegen lassen. Nö, glaube ich nicht. Kurz gespeichert. Und weiter geht's. Silent Assassin. Ach, wir hätten auch von hier hoch gekonnt. Naja, gut. Ich achte nicht immer auf alles, wa? Wo ist die Bone Charm? Ja, die ist ein Part weiter. So, wir müssen hier durch. Na komm. Okay, da müssen wir nochmal Gewalt anwenden. Oh Mann, ey.
gesagt, ich hasse die Viecher, ne? Gib mir meine Bolts. Bolts for Golds. So, das war's. Aber jetzt müssen wir noch gerade mal kurz gucken, ob der Bone Charm nicht hier irgendwo liegt. Ja, eben. Ah, der liegt hier. Sehr fein. So, ich guck noch kurz, was es für eins ist. Vengeance. Ah, getting damage gives you some adrenaline. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ja, was könnten wir denn da nehmen? Tough Skin. Full Mana. Dann lieber die Regenerierung von dem Mana wegnehmen. Nee, Potions give you slightly more Mana. Warum habe ich den eigentlich equipped, wenn ich hinten einen habe, der mir volle Mana gibt? Bin ich eigentlich selber doof gewesen, den die ganze Zeit da drin zu haben? Naja gut, was soll's. Ich habe 6 Runen. Moment. Was, the Swarm will also? Was gibt der? Nein. Ich will doch erst lesen. Was macht der zweite? Ach so, ja, schneller kaputt, ne? Ja, das mit der Zeit fand ich, ach, das kostet 8 Runen, Alter. Dann spare ich lieber auf die letzten 2, in der Hoffnung, dass ich die überhaupt noch bekomme. Wer weiß, wie weit wir noch in diesem Let's Play überhaupt kommen. So, weiter. Im Abwasser des Todes. Ja, wir sind ja gleich draußen und ich möchte wetten, ich komme irgendwo sowieso schon in der Nähe der Bar raus. Naja, ein bisschen was essen tut gut. Ein bisschen Geld, ist auch nicht verkehrt. Aber ich habe ja so nach wie vor die Vermutung, dass wir mit unserem Geld nicht mehr so viel machen können, weil all unsere Verbündete sind ja die Bösen. Die haben uns ja alle so böse verarscht, ne? Ja, klar. Ich möchte wetten, wir kommen bei dieser Tür raus. Ja, wir können ja auch gleich ein... Boah, leck. 3 von 5 Runes nur gefunden. Und, boah, 2 Bone Charms. Naja, gut. Wir gehen da trotzdem raus. Ja gut, ich meine, The Flooded District war ja ein bisschen länger. Ich möchte wetten, wir kommen aus dieser Tür, wo ich in einem der Let's Plays gesagt habe, das hat bestimmt einen Grund, warum die da ist. Und ich würde mich freuen, euch beim nächsten Let's Play zu sehen. Bis gleich, der Momsi.